Jedes Mal, wenn jemand Peter Brügel sagt, dann stirbt irgendetwas im flämischen Volk. Der gute Mann heißt nämlich Pieter Brueghel und warum der im Kunsthistorischen Museum in Wien ausgestellt ist, das möchte ich euch heute erklären. Wie viele bedeutende Künstler ist Pieter Brueghel oder Pieter Brueghel nicht einfach nur ein Maler, sondern ein Rebell. Wie Bismarck oder der Gang nach Canossa steht er für den klassischen Kulturkampf zwischen den Katholiken, hier in Vertretung der Habsburger, und dem protestantisch-säkularen Staat in Vertretung der Niederländer des 16. Jahrhunderts. Wer war dieser Pieter Brueghel jetzt eigentlich, fragt ihr euch bestimmt. Das ist gar keine schlechte Frage, denn er heißt ja immerhin Brueghel der Ältere. Das liegt daran, dass auch sein Sohn Maler ist, gleich heißt und dementsprechend Pieter Brueghel der Jüngere genannt wird. Pieter Brueghel, den Jüngeren nennt man übrigens auch den Höllenbrueghel, weil gedacht wurde, dass er immer Bilder von der Hölle malt, dabei war das sein Bruder, der Maler Jan Brueghel, der auch Sankt Brueghel genannt wird. Wie Jan Brueghel hat auch Pieter Brueghel, der Jüngere, Söhne, die malen und einer heißt Pieter der Dritte Brueghel. Aber wir schweifen ab, es geht um Pieter Brueghel den Älteren, sozusagen den Begründer dieser Malerdynastie. Wer die weltweit größte Brueghel-Ausstellung sehen will, der muss im Kunsthistorischen Museum Wien, einfach hier vorbei an der modernen Kunst, und darf dann etliche Werke des Meisters bewundern. Im Volksmund kennt man den letzten Maler der alten niederländischen Malerei fast nur als de Drol, also den Drolligen, oder den Bauern Brueghel, denn einige seiner bekanntesten Ölgemälde zeigen Szenen aus dem einfachen Leben der Bauern in Flandern, genauer gesagt im Herzogtum Brabant, das damals zur von den Habsburgern beherrschten Niederlande gehört. Seine Werke erinnern an Wimmelbilder, auf denen es zahlreiche Sachen zu entdecken gibt. Sie erzählen von der damaligen Gesellschaft, vom Alltag der Menschen, von biblischen Motiven, aber meist immer mit Bezug auf Brueghels südniederländische Heimat, in der er 1525, dem Jahr des Süddeutschen Bauernkrieges, oder kurz danach zur Welt kommt. Seinen Namen bekommt er wie damals üblich von dem Dorf Brueghel an der Dommel, in dem er geboren wird. Während seines Lebens kehrt er dort auch immer wieder zurück, weil er sich in der bäuerlichen Idylle so wohl und zu Hause fühlt. Während der Renaissance und davor haben Maler eigentlich fast immer nur im Auftrag reicher Adliger gemalt. Mit Brueghel ändert sich auch das. Der Bevölkerung in den niederen Landen im Norden geht es dank dem florierenden Handel gut und sie entwickelt dadurch langsam auch ein Selbstbewusstsein. Das einfache Leben, das für Pieter Brueghel eine Idylle ist, malt er und zwar nicht künstlich harmonisch wie im Renaissance-Stil, sondern so, wie sie ihm nun mal natürlich erscheint. Brueghels Erscheinungsbild, das man auf diesem Bild hier sehen kann, ist wie bei vielen genialen Künstlern ein bisschen skurril. Und auch das seiner Bilder ist für viele heutzutage zwar extrem spannend, will aber nicht so unbedingt in unser modernes, klassisches Kunstverständnis passen. Die Jäger im Schnee zum Beispiel zeigt Schlittschuhläufer in einer frei erfundenen Landschaft und natürlich die Jäger, nach denen das Bild benannt ist. Und obwohl diese Landschaft erfunden ist, ist das Gemälde sehr realistisch. Mit seinen Winterbildern löst Brueghel die Mode aus, dass man überhaupt Winterbilder malt. Diese Bilder sprechen eine ganz eigene Sprache und vermitteln ein Gefühl und haben trotzdem dadurch auch noch einen dokumentarischen Wert, weil wir durch sie zum Beispiel wissen, wie die Menschen im 16. Jahrhundert so ihre Freizeit verbracht haben. Über Brueghels Person ist nicht viel bekannt, aber einiges verraten seine Bilder. Er ist ein Meister seiner Kunst, sein sehr eigener Stil ist Kult und lässt sich auch heutzutage noch nicht so richtig einer Stilepoche zuordnen, am ehesten vielleicht noch dem Manierismus. Nach einer Lehrzeit als Maler arbeitet Brueghel bereits mit 26 Jahren als Meister. Während einer Italienreise malt er nicht wie üblicherweise die Ruinen und die großen Sehenswürdigkeiten von Rom, sondern die Naturgewalten, das Meer und die Alpen. Natürliche Erhabenheit ist also schon früh ein Motiv von seinen Bildern. Zurück in seiner Heimat zieht der Maler dann nach Brüssel um, das damals die Hauptstadt der wohlhabenden und selbstbewussten Bürger der Vereinigten Niederlande ist. Weil der Habsburger und deutsche Kaiser Karl V. auf seinen Thron verzichtet, fällt im Jahr 1558 die spanische Niederlande an Philipp II., der daraufhin seine Stiefschwester Herzogin Margarete von Parma zur Statthalterin der Niederlande erklärt. Ab diesem Zeitpunkt beginnen auch die Schwierigkeiten. Die Niederländer wollen nämlich nicht von Spanien aus regiert werden, wo man im Sinne der Inquisition auch sehr brutal gegen Protestanten vorgeht.
Und deshalb beginnt im selben Jahr noch der niederländische Aufstand, der 80 Jahre lang dauern wird. Überall in Europa wollen die großen Herrscherfamilien zentral von ihrem Regierungssitz Macht ausüben, was dem patriotischen, einfachen Volk natürlich nicht sonderlich zusagt. Gerade die etwas wohlhabenderen Bürger, die sich eine eigene Meinung leisten können, die wollen nicht zum politischen Spielball werden und selber über sich regulieren können. Das Bürgertum ist außerdem nicht so blindgläubig und kritisiert auch die absolutistischen Ansprüche der katholischen Herrscher. Das katholische Spanien unter den genauso katholischen Habsburgern verbietet daraufhin auch immer mehr den sich ausbreitenden, das Volk emanzipierenden Protestantismus. Die meisten Niederländer wollen sich das natürlich nicht bieten lassen und so kommt es 1566 zum reformatorischen Bildersturm, in dem das einfache Volk in den Niederlanden gegen die spanische und vor allem die kirchliche Autorität revoltiert und zahlreiche Kirchen und Klöster plündert. Da werden Altargemälde zerrissen, Heiligenfiguren von den Sockeln gerissen und ganze Gotteshäuser geplündert und zerstört. Als Philipp II. Davon Wind bekommt, schickt er den Herzog von Alba mit 17.000 Männern von Italien in die Niederlande, wo er alle Aufstände brutal und auch sehr blutig niederschlägt. Nur der protestantische Norden kann sich noch wehren, der Süden fällt wieder unter den Machtbereich der Habsburger. Genau in dieser Zeit hat Bruegel eine Schaffensphase. Die Bekehrung des Paulus zeigt spanische Reiter und Fußvolk, die von Italien aus über die Alpen in die Niederlande marschieren. In der Apostelgeschichte wird von Saulus erzählt, der in Damaskus vom Pferd stürzt, als er Christen gefangen nehmen will und durch ein Licht dann die Stimme Christi vernimmt. Daraufhin lässt er sich natürlich zum guten Christ taufen. In Bruegels Gemälde wird eben diese Szene nachgestellt, nur eben mit der historischen Tatsache, dass dieser Herzog von Alba über die Alpen kam, um die Protestanten in der Niederlande hinzurichten, die in diesem Gleichnis natürlich für die wahren Christen stehen. Der politische Kampf um eine selbstbestimmte und unabhängige Niederlande ist natürlich auch ein religiöser zwischen Katholiken und Protestantentum. Noch deutlicher macht Bruegel seine politische Haltung im Gemälde »Kindermord zu Bethlehem«. Laut der Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium befiehlt Herodes die Tötung aller männlichen Kleinkinder, um die Geburt Christi, also dem König der Juden, zu verhindern. Bei Bruegel finden diese brutalen Morde in einem flämischen Dorf statt. Die Soldaten des Herodes haben, wie die spanische Polizei in den Niederlanden, rote Waffenröcke. Auch sie lassen sich nicht von dem Flehen der Bevölkerung und der Mütter beeindrucken. Der Herzog von Alba ist in dem Gemälde »Kindermord zu Bethlehem« inmitten einer Schar ihn bittenden Bauern präsent, was Bruegels Kritik an den brutal durchgesetzten Machtverhältnissen nochmal sehr, sehr deutlich zur Schau stellt. Die katholischen Herrscher über das Volk werden also wieder einer zutiefst unchristlichen Tat bezichtigt. Und gleichzeitig wird damit natürlich nochmal dargestellt, dass sie die unlegitimen Herrscher über die Niederlande sind und dass die Protestanten die wahren Christen sind. Pieter Bruegel stirbt 1569, beauftragt aber kurz vor seinem Tod nochmal seine Lebensgefährtin, dass sie die von ihm verfassten politischen Flugschriften und Druckplatten beseitigen soll und dass sie einige von ihm gemalte Bilder gut verstecken soll, bevor die Spitzeln des Regimes sie daran hindern. Bruegel stirbt mit ungefähr 40 Jahren, von seinen Gemälden sind in etwa noch ebenso viele erhalten. Trotz so patriotischem Engagement, wie es auch Bruegel an den Tag legt, wird die südliche Niederlande endgültig katholisch, als Margaretes Sohn das Land mit Gewalt unter den Machtbereich der Habsburger stellt. Im 17. Jahrhundert wird der Habsburger Leopold Wilhelm zum Statthalter in Brüssel. Er kauft viele der heute noch erhaltenen Werke Bruegels und so kommen die dann später zum Hauptregierungssitz des Adelsgeschlechts nach Wien. Erst mit dem Vertrag von Münster 1648 endet mit dem Dreißigjährigen Krieg auch der zwischen Spanien und der Niederlande. 80 Jahre hat das gedauert, aber die weitestgehend protestantische Republik der Vereinigten Niederlande wird schließlich von Spanien, den Habsburgern und auch dem Rest Europas anerkannt. Der südliche Teil der Niederlande bleibt vorerst bei Spanien und kommt dann später zu Österreich. Im 19. Jahrhundert geht daraus dann der Staat Belgien hervor. Ja, was meint ihr? Haben die Habsburger damit auf lange Sicht gewonnen, weil Bruegel nun mal hier im Museum hängt und weil ja, die Habsburger ihre Macht noch lange haben aufrechterhalten können?
oder aber Bruegel, weil sich seine liberalen protestantischen Ideen auf lange Sicht doch durchgesetzt haben. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bis bald mal wieder, macht's gut und haut rein.